Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Zenith Zero. Da freuen wir uns. Ein gratis Pool. Genieße eine Portion Nudeln. Machen wir noch mal direkt. So, was haben wir? Dokumentation, Retro und Abenteuer. So. Nudel, Kaffee. Einmal Nudeln. Kaidama Irga, Suppe made nomiho shite ru janai ka. Anhand meinem Streams werde ich froh auf Rückmeldung. Nee, das wollte ich nicht. Wir wollen ja nach den Nudeln uns ein schönes Kaffee gönnen. So, Dailies sind gemacht. Das nächste ist, wir gehen zu hier und sammeln die nächsten Teile. Fürs Aufleveln.
Und weg. ターゲット確認。
beide gleichzeitig. Ja, 10er Pool. Oha, wir können wieder zweimal poolen. Hier Bang Boops. Einen seltenen. Nächster Versuch. Ne, das war auch nichts. Jo, zwei Stück. Beim Standard können wir fast zweimal. Nee, auch nichts. Dann gucken wir mal im Signalshop. Das hätten wir dann alles. Erhöht Pipers Bewegungsgeschwindigkeit, gewährt das Ausführen der Spezialangriffe wirbelnder Reifen und des verstärkten Spezialangriffs dröhnender Motor. Erhöht beim Treffen von Gegnern mit Pipers Sturzangriff während des Spezialangriffs eines Triade Tonne
Verstärkt den Spezialangriff unerträglich schwer und Ultimate den durch die Fähigkeit verursachten physischen Schaden um 10% erhöht und erhöht diesen Bonuseffekt für jeden vorhandenen Stapel um Antrieb zusätzlich um 1%. Nehmen wir doch gerne. Das ist ein komplett neuer Charakter, den ich noch nicht hatte. Oh, geil! Cool. Oha, dankeschön für die Ankunft in New Iridium. Liebe Proxys, hallo zusammen, es hat hier 50 Millionen Downloads erreicht. Ui. Das nehmen wir gerne an. Die werden wir auch direkt ausgeben. Also, sechs mal fünf sind 30. Das heißt 40. Pity. Dann mal schauen. Nee. Geil. Ihn hatte ich noch nicht. Sehr schön. So, hier habe ich dann eine Kunst. Bisschen Constellation. Neu. Aber warte. Kann ich ein zweites Team jetzt aufbauen? Das finde ich stumm, dass man das nicht so sortieren kann. Bei Cunningham habe ich 4 Stück. Bei den Victorias Housekeeper habe ich nur einen. Pillowbook, Harry, 2 Stück, Söhne von Kelly, 2 Obolt, nix, 6 und 6, nur einen. Interessant, aber heftig, die haben innerhalb von einer Woche die 50 Millionen erreicht. Aber gut, man muss bedenken, es ist miHoYo, die Macher von Genshin und Star Rail. Das ist nochmal, dass die Fanbase dann auch auf ihr neuestes Spiel direkt springen.
Stimmt, ich kann eigentlich noch einen 10er machen bei den normalen. Wann kann ich da überhaupt jetzt? Das heißt, bei 25 habe ich meinen Charakter gezogen. Das heißt, bei 5. Das heißt, ich habe 9 mal wieder. Das sind 45. Das sind 45 Pools. Dann schauen wir mal. Kriegen wir was? Ne. Constellation 2. Du bist wieder da, weil die Sache mit dem Bang Boom ist erledigt. Was steht als nächstes an? Ich denke immer noch an eine Begegnung mit dem Hüden Sondereinsatzkommando. Dann fiel mir ein, dass der wiedergeborene Beppo Schokola momentan noch den Status eines Anführers-Proxy hat. Das ist wirklich doof. Bell, möchtest du nicht bald befördert werden und unseren Titel als legendärer Proxy wiedererlangen? Warum bist du auf einmal so extrem motiviert, obwohl sich in der Zwischenzeit wirklich einige Aufträge angesammelt habe, die erledigt werden müssen? Weil während du arbeitest, schaue ich mir den Stromzähler an. Genau, ich habe gestern bemerkt, dass sich der Stromzähler in unserem Haus ungewöhnlich schnell dreht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht. Ah, kein Problem. Verbringe den Tag, wie du willst. Wenn du keine Ahnung hast, was du tun sollst, kannst du mir zu mir kommen. Ich werde dir einige Aufträge empfehlen. Memorandum. Weiß Handschrift ist auf dem Memo zu lesen. Emo Venus schlägt vor, uns im Café auf der 6th Street zu treffen. Erinnere Rice daran, uns, wenn sie Zeit hat. Da ich es bereits gesehen habe, muss ich nicht warten, bis Rice mich daran erinnert. Das Café, ich gehe direkt durch. Quatsch. Fantasy-Film mit Aliens. Ja, schön.
ことなら俺に任せろ。Die sehen alle so lustig aus. Aufleveln kann ich den nicht mehr. Upgrade, upgrade. Upgrade. S-Charakter. Okay, der sieht übelst komisch aus. Ist okay. Ach jö, den mischte ich aber. Und der ist übelst lustig. No. Oh geil, wir haben neue Nudelrezepte, die wir ausprobieren können. Nichts. Oh, der Kleine. Okay, eine Treppe, die man nicht hochgehen kann.
Ja. Offizier Miu Miu. Das ist interessant, das kann ich kaufen. Die aktualisieren sich jeden Tag. Meint er mit hier Gedenkmünzen? Jetzt sie her am Telefon. Nein, der hat mich getötet, der Wichser. Ich bin so dumm. Ich muss es geschickter angehen. Ja.
Da weicht er aus. Ich hasse das so sehr. Dann weicht er in die gleiche Richtung aus wie ich. Nein. Das mit dem Töten muss ich noch üben. Kann es sein, dass ich dumm bin? Gehen wir mal gemütlich an die Sache ran. Nee. Hat der mich bekommen. Weil man kriegt einfach viel mehr Punkte, wenn man sie so killt. Nee, dann töte ich ihn oder dann bringe ich mich selbst um. Ich bin so dumm. Wie ich das hasse mit dem Ausfallschirm. Der Wichser. Der Penner, dann macht er die Kurve. Thank you.
Nee. Nee. Dann sterbe ich wirklich bei der letzten Sekunde, wo mein Buff aufhört. Gedribbelt. Nee, habe ich mich im Ernst selbst mit umgebracht. Das gibt's doch nicht. Hab ich mich fast selbst umgebracht wieder. Mist. Dann dribbelt er mich schon wieder. Hätte er gewusst, dass ich nach oben möchte. Start.
Was? Nein. Ist der... Hä? Wie? Okay, ich krieg dann noch einen Erfolg. Die 20 nehme ich mir aber noch. Nein. Ich versuche mich jetzt umzubringen. Es waren zwei von denen. Ich muss mich in die Falle ziehen lassen.
Und weg. Thank you.
Und weg mit dem. So, das hatten wir.
残念な。
Und eliminiert. Da haben wir alles gemacht. Hier haben wir auch alles gemacht. Oh, warte. Quatsch. Story. Haben wir auch alles bis jetzt. Bedeutet, haben wir all unsere Nebenaufgaben. So, dann gönnen wir uns doch mal einen 10er Pool. Oha, zweimal den gleichen. Das ist natürlich geil. Ich komme gleich wieder, ich muss mal kurz aufs Klo. Gleich geht's dann weiter. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Sorry, ich hab nicht bemerkt, dass ich das Mikro noch nicht angemacht habe wieder. Doch, ich hab's bemerkt, dass du mir geschrieben hast. Ich hab ja gesagt, die Facecam mache ich heute nicht an, da ich heute Besuch habe und immer wieder jemand mich was fragen kommt. Hast du nicht weitergezockt bei seiner Sensio? Ich habe heute schon den neuen Trailer gesehen für die nächste Phase im Game. Und ich hoffe, da kommt der eine Charakter drin, den ich haben möchte. Genau die. Ich bin auch im Discord drin. Ich grüße die Miko. Ja, ich grüße sowohl die Miko als auch der Akame. Ist er jetzt glücklich?
Läuft der Stream eigentlich sauber, weil ich hatte gestern ein paar Änderungen vorgenommen für die Stabilität, für die Stabilität der Frames. Wieso erklärte mir das denn schon wieder? Wieder Probleme mit dem Browser. Mensch, diese Blumen sind teilweise übelst nervig. Die Handschuhe, die durch die Defensivhilfe verursacht, deine Benommenheit erhöht sich um 60% der Schaden. Dann durch die sukzessive Hilfe erhöht sich um 100%. Oh, cool.前線補給拠点に到達。本来直前の戦闘リザルトが S の場合のみ解放ですが、今回は優秀なフェアリーの実力行使により不問となります。拠点の出口です。拠点を離れる前に十分な休息を取ることをお勧めします。貯金しておく。あまり得意じゃない。
到達。資質試験前線のクリアを目指してください。Mal gucken, ob ich Glück habe.暗号化された情報その3を入手内容は7暗号化された情報その4を入手内容は7情報収集完了7 7 7 7当該エリアの隠し補給が解放Easy. いるかしら？今なら初回無料よ。休んでて。Siegt. ニコに無駄遣いだって怒られちゃう。
わよ。撃破する。備えて。Dieses doppelte Kontern ist nicht immer einfach. Oha, wie
können hier Pools ziehen. Das ist interessant. Diese Chips sind auch interessant. Die brauchen wir bei dem anderen Händler. Oh gut, ich werde schon die Pools zu holen. Wieso bin ich nicht ausgewichen? Hey!
見せてあげる。Nein, wieso habe ich den Konter verpasst? Geschafft. Hab ich alles fertig? Ja, auch. Ja, Stufe 23. Thank you.
habe ich jetzt. Kann es sein, dass die teilweise die Übersetzung falsch gemacht haben? Was soll? Der Satz macht keinen Sinn. Very schick mich nicht. Ja, jetzt kommt die Quest, die ich auch in der Beta gespielt habe. Yoshi, zunagatta ne. Moshimoshi?
安心して。僕とフェアリーが君を全力で守るから。依頼人と心置きなく話しておけ。それと、羊飼いからの暗号も忘れずに。ファイヤー・サンダーだ。ファイヤー？サンダー、あなたは約束の時間に2分55秒もの遅刻をした。防衛軍においてこれは見過ごすことのできない規律違反に当たるわ。また処罰として腕立て伏せ175回、あるいは片手腕立て伏せ 87.5回が課せられることになる。0.5 回の片手腕立て伏せってどうやってやるの？もう一つ、そのような浅はかな質問をした者には処罰を倍にする決まりがあるの。だけど民間人の行動や言動を正すのは私の責務ではないし、ましてや今回の目的でもない。羊飼いが推薦したプロ騎士ね。まず初めに同意して。この会話が終わったら私たちがここで会ったことを含む全てはなかったことになる。それだけ重要な機密に関わるの。私は防衛軍オブシディアン大隊所属11号。あなたの情報は全て羊飼いから把握しているけど、私が示すことのできる誠意はこのコードネームだけよ。あの依頼に素性を隠しているね。11号なんてただのコードネームだろうに、それで誠意だって。本当の名前があるはずだ。ルーシーとかマリーとか合わせてる。まるで旧文明のウエスタン映画のようなネーミングセンスですね。これがあなたの渾身のユーモアですか、助手2号。静かに、依頼人が続きを話すみたいだ。羊飼いによれば、あなたは南部出身の放浪者で、並々ならぬ手腕を持っている。にもかかわらず、この都市にはかつてはクリムゾンアイズハーミットとしてプロ騎士業界では知られた名だったよ。クリムゾンアイズハーミット？信じられないな。あの羊飼いのネーミングセンスがこれほどに壊滅的だったとは。手短に言うわ。私の依頼は至ってシンプル。最近防衛軍にスパイが紛れていることが発覚した。正体はここ一帯の反乱軍勢力から送り込まれた工作。私の上官はそれを逆手にとってスパイを反乱軍の支部まで泳がせ一網打尽にするつもりよ。私はこの計画の執行者として防衛軍を裏切るふりをして目標のスパイと接触するよう命じられた。計画はおおむね順調に進んでいるわ。ただかなり下手に出ているにもかかわらず、目標は私を完全には信頼していない。とはいえいくらか収穫はあって、目標がとある名だたるプロ騎士を崇拝しているという情報が入手できたの。そのプロ騎士の協力を得られたと偽ることができれば、彼は直ちに私を上層部に取り次いでくれるでしょう。あなたにはそのプロ騎士に扮してスパイの指示を遂行する手伝いをしてもらう。これが今回の依頼内容よ。できるかしら、スカーレットライズテルミット。その私に扮してほしいっていうプロ騎士の名前は？そのプロ騎士の大層な名前は民間人に疎い私でさえ知っている。パエトーンよ。これは
予想外の試練だな。パエトーンに偽装する、間違いなくパエトーンにとって前例のない依頼です。あらゆる検索エンジンで自分を偽るを検索中。マッチ度の高い3件を提示。戸籍偽装、カモフラージュ、死んだふり。いつも助かるよフェアリー、君のいない生活なんて考えられない。うん、大丈夫カーマイン・アイスハーメル、ずいぶん戸惑っている様子だけど。大丈夫、何にも問題なし、全然動揺したり。かの有名なパエトーンを演じるにあたってプレッシャーを感じるのも無理はない。羊飼いは情報屋としての名誉をかけてあなたを推薦した。よって私は信じる。あなたは私や新エリート防衛軍、いえ新エ、逆にプレッシャーをかけてない。あなたたちプロ棋士の業界のルールにのっとり、依頼の詳細を暗号化してインターネットという名のフォーラムに投稿した。詳細を確認した後でも覚悟が鈍らなければ引き受けて、また連絡するわ。お疲れ様。あの11号っていう依頼人、まさかここがリンの家だなんて思い、新エリート防衛軍からの依頼、それも裏切り者探しときた。まさか彼らの機密事項に関わることになるとはね。相応のリスクも伴うだろう。どうする、依頼を受けようか、それとも断って羊飼いの問題は自分で解決してもらおうか。この依頼をこなせば防衛軍の人にもつてができるわけだし、それって貴重な人脈じゃない？ああ確かにそうだね。依頼はすでにインターネットに登録されている。決心がついたら詳細を確認するといい。Sonst hätte ich schon eine Wahl. Watashi ni meirei wo. Watashi wo yonda no ni? Junbi kanryou. Kochira Anbi.配置についた。5秒後に標的のスパイがログインする。彼のことは便宜上モグラさんと呼んでいるわ。そのつもりで5、4。モグラさん、パエトーンを連れてまいりました。近くにいるのでしたら直接会って話しませんか。速やかに行動を開始しましょう。一刻も早く防衛軍から逃れ、貴殿からいただいた報酬でスグリの生い茂る農、そこで犬のメイドとのんびり余生を送ることができれば他には何もいりません。
まあ11号の設定に比べたらクリムゾンアイズなんとかはだいぶマシかも。先ほどから一言も発していませんが、どうかしましたか？パッ甘く見られたものだ。リモート通信で適切な比喩かはさておき、そちらからは陰謀の匂いがプンプン。この都市で棚からボタ持ちなんてことはありえない。デビューから今に至るまで数々の偉業を成し遂げた伝説のプロ棋士パエトーンが、新規な軍隊気取りの資料を盗む任務のためにわざわざ俺のような卑しい日陰者と手を組むはずがない。新規な軍隊気取り、嘘じゃないもん。もし私がパエトーンじゃなかったら一生カップ麺の調味料抜きでいいよ。人影の極辛ラーメンから調味料を抜くことは、兵士から武器と証拠、そして故郷を取り上げることと同義です。想像するだけでも恐ろしい。パエトン、貴殿の誠意はしっかりと伝わりました。おい待て、ニッチな例えをするな。俺にはちっとも伝わってないぞ。そうだな、ちょうど腕試しに使える任務がある。防衛軍が次に活動する予定のホローに軍用盗聴器と発信機を仕掛けてこい。口では何とでも言える。もし本当にパエトーンだというのなら実力で証明してみせろ。盗聴機能付き発信機を仕掛ける必要があるわ。目標ポイントは全部で3箇所よ。どうやって仕掛けるかはあなたに任せるわ。伝説のドアの情報を、は下がってて、データを読み取り中。Yeah.
ターゲットロックオン。消えて。粛清する。くん。Nicht viel ausgehört. なあプロ、お前本当はパエトーンなんかじゃないんだろう。なんで黙り込む。ここは何か言うとこだろ。普通あるだろう。反論とかこう。任務はパーフェクトに達成した。これが孫うことなきパエトーンの実力だとかなんとか、心強い言葉で依頼人の不安を取り除くもんだ。伝説のプロ棋士、パエトーンともあろうものなら、そのくらいのサービスは標準装備じゃな。そういうことはセラピストにやってもらいなよ。モグラさん。なんだ、何か言いたいこと。貴殿は今、苦労の末。やっとパエトーンに出向いていただけたというのに、貴殿は非礼な態度を貫き、猜疑心を隠そうともせず、何度も探りを入れて数々の無礼を働く始末。伝説のプロ棋士に対する敬意をみじんも。これを言うのははばかられますが、パエトーンの協力を仰ぐために私は想像を絶する代償を払いました。それゆえに今回の活動が功を奏するのを誰よりも切に望んでいるのです、うん、パエトーン。確かに印象には残ったね。 0.5 回の片手腕立て伏せとか。そうか、そうだな。パエトーンともあろうものが俺ごとき日陰者にそうやすやすと手を差し伸べる。よもや軍人さんがそこまで身を削ってくれていたおかげだったとは。俺がこんな調子では軍人さんの献身を無下にしてしまう。結果のためならどんな代償も厭わない。それが軍人という生き物です。Moin. それなら早速次のビーコンの設置へ向かってくれ、プロ騎士。いや、プロ騎士様。多少は不信感を拭えたようだけど、やっぱり相手はこちらを完全には信用していなかったね。アンフェイホマレッツ。Ah so, hast du selbst geschaut. Sei bei 11号 の おかげで、なんとか切り抜けられた。だけど、
まだ油断してはいけないよ。相手は裏切りを常とするもの。油断は禁物よ。Boah, ich war am Mittwoch im Geknicks und dafür war ich stressed für der Woche nicht schaffen kommen. Mir geht besser, also ich werde können in den Maintenance schaffen kommen. Okay, ja, das kann eine gute Begründung sein, für war den dann kein Nachricht, damit ich dann um Handy kriege. Boah, beim Kine, also im Kine muss ich so Gleichgewichtübungen machen. Das ist so ein halber Ball, wo ein Block drüber ist, und muss dann mein Gewicht noch viel seitlicher noch handeln, verlagern. Und ich habe nicht bei enger, bei der jetzigen Seite zu viel gemacht, und da wollte ich nicht mehr. Ja, aber das, aber McNeil hat sich aber gut erholt. Das ist nicht so, dass ich noch die Penguin wie lo die letzte ist. Also definitiv lo über den Weekend müsste drum gut sein. Das wünsche ich dir, merci. Da wünsche ich dir noch eine schöne Nacht. Definitiv. Hoffe, dass ich an das Monsum wirklich schwitze für 8 Stunden zu machen. Merci vielmals. Ich muss alles eingesammelt haben.
変な音が聞こえたような通信設備の故障そういうことにしといたげよ依頼人だってたまに不信感を抱くことくらいあるよねハエプロキシーお前は分かってくれるのかこの俺の気持ちは当然だよ。なんたってこのパエトーンはパエトーンはいわば歩く伝説フォローの全てを熟知していると言っても過言ではありません新エリートにおいては小学生でさえその偉大さを知っています全てをだとそれはまた随分大きく出たなフォロー調査協会だってそこまでは豪語しないだろうにねえ、モグラさん。え？私たちとリアルタイムで通信できるってことは、あんたもこのフォローにいるんでしょ？ふん、なんだ、その程度のこと。いいこと教えてあげる。経験でわかるんだ。ここはもうすぐ活性化するよ。エーテリアスの活動だってずっと活発になるはずそんなバカな調査協会の方はまだ活性化警報の彼女もないんだぞモグラさんは知る由もないだろうけどフェアリーの速さを協会と比べ本当に警報が来たぞアンビリーバボー経験値のみで調査協会を凌駕してみせるとはやはり伝説と呼ばれるだけのことはあったわけだん前方からエーテリアスの気配を察知戦闘準備そっちも油断しないでねモグラさんこの俺を心配してくれていいのか？顔がほてってきたぞ。フォローが煮えたぎってしまいそうだ。よし、エーテリアスどもの殲滅をもって、この小さな冒険の幕を華麗に引こうじゃないか。通話はこちらから切らせてもらおう。お邪魔。どんな称賛の言葉なら、そのご孔明に劣らないのか。いやいや、積もる話はひとまず戦闘の後だ次が今日の最後の試練火力準備
Mensch, die sind mir alle im Weg. これで信じてもらえたでしょ？夢じゃないよな。俺は本当にパエトンと手を組めるのか？ようやく悟ったよ。俺の今までの人生は日々虚しく闇の中を掘り進むだけだった。そして今日そこにようやく落ち着いてください、モグラさん。確証を得た今、そろそろ本来の仕事に取り掛かるべきでは。ああ、こちらとしてもなるべく早くことを進めたい。進展があればすぐに連絡する。はい、軍人さんの老後の夢は俺に任せてくれ。パエトンの報酬も上と交渉する。どちらも最善を尽くそうじゃないか。ところでパエトン、任務は無事終わったわけだし、ちょっとした質問をさせていただいてもいいだろうか。まず周期的強制フォローを利用して某トップス企業の金庫に見事潜り込んだという噂は本当なのか？それと旧研究所の跡地で繰り広げたあの完璧な、教えてあげたいけど、いろんな機密に関わるからな。分かる人には分かるでしょ。そうか。ではまたお会いできるのを、とその前に一つだけささやかなお願いが。次回はそのサインなんかをいただけないだろうか。あるいはこのモグラ目に目覚ましボイス的なものを。What the fuck?いきなり切っちゃってよかったの？やかましかったわね。警戒を解いた途端あんなに饒舌になるとは思わなかったわ。とにかく今はフォローから出るのが先よ。無事に脱出できた。さっきはヒヤッとした。思いのほか順当だったわね。信用を得るためにあらかじめ用意していたセリフの半分も使わなかった。例えばパイトーンはいかなる検知もかいくぐる。たとえそれが自動ドアや蛇口のセンサーでも。ちょっと、それは不採用だって言ったよね。羊飼いがあなたを推薦してきた時は半信、実力は確かなようね。よくやったわ。スパイに次の動きがあればまた連絡する。
Ja, Bebo. Ja, auch. Was geht? Ja, gut. Ich war gerade ein bisschen stuck. Eigentlich wollte ich dir schon vor einer Stunde in dem Call joinen, aber ich war stuck, mein Hintergrundbild zu machen. Ich war sehr gefangen dabei. Aber jetzt habe ich es geschafft. Ich muss mal sagen, die haben komplett die Story anders von der Reihenfolge. Die Reihenfolge, weil die vorher anders oder was? Genau, also sie haben jetzt nicht die Story oder die Nebenmissionen verändert. Die haben einfach nur die Reihenfolge geändert. Okay, aber warum? Weiß ich nicht, vielleicht... Nee, macht auch. Kannst du nicht, weiß nicht wieso. Na egal. Ich hab mir bei dir die Drops geschnappt jetzt in deinem Stream. Passt. Was kriegt man überhaupt? Oh, Poolwährung, 50 Stück. Das war das Wichtigste. Also danke für ein Viertel Pool. Danke. Nee, es ist sogar ein Drittelpool, okay? Danke für ein Drittelpool. Guck mal, dafür bin ich sogar mal so nett und gönn dir auch was. So, bitteschön. Oha. So, das kostet jetzt einmal bitte 10 Euro, Bello. Ich bin nicht kostenloser Sub, Kollege. Nicht kostenlos. Es ist ein Prime-Sub, also ist er kostenlos von dir aus. Nein, ich bezahle jeden Monat 8 Euro dafür. Wenn du jeden Monat Einzel-Subs geben würdest, würde es billiger werden. Da hast du recht. 17.5回 の片手腕立て伏せは一旦保留するとして。Weil das Lustige ist, die Mission mit der Soldatin Elf war vorher und dann kamen die Missionen mit den Sondereinsatzkommando. Okay. Aber ich hab das storytechnisch mehr Sinn ergeben, dass es danach kommt, was? Und auch die Bang Boos, die waren schon direkt am Anfang mit dabei und die kamen ja, auch her ziemlich spät. Hast du es jetzt mittlerweile? Ja, yeah. Ich bin gerade dort, wo ich diese Höhle da, diese sogenannte Höhle da untersuche. Von Zero Null. Ich habe keine Ahnung, was du meinst mit Zero Null. Aber auf jeden Fall eine Höhle. Das ist auf jeden Fall ein neuer Ortlandschaft da. Genau, das ist Gebiet Null. Das ist eigentlich das Zentrum, wo der Ausbruch begann. Ah, okay. Du weißt ja, bei den Missionen siehst du ja immer diese Sphäre. Wenn du deine Mission auswählst. Ja. Und diese Sphären sind eigentlich das Zentrum des Bösen. Und die sind so wie schwarze Löcher, sind die überall auf der Welt aufgetaucht. Und dafür heißt ja die Stadt New Iridium, weil das alte Iridium ist da, wo das Loch jetzt ist. Das wurde komplett zerstört. Ist das nicht Eri? Das bin ich selber verwirrt. Eridu? War das nicht Eridu? Eridu. Ja. Eridu. Ja, jetzt kannst du auch nicht mehr aussprechen. Ja. Aber ich hab den. Hast den Trailer nicht geschaut, der heute rauskam? Nein. Ich schicke ihn dir mal. Er ist schon geil, also er gibt mir schon richtig Lust auf das nächste Update. Schick ihn mir. Bin gleich wieder da. Jo.
ちょっと待ってくれ。それでうまくいけばまだしも、万が一失敗したらどうするんだい？おっしゃる通りです。ひとたび捕まってしまえば裏切り者のそしりを受けました。依頼人には予測可能なリスクを見積もっておくことを推奨すべき。 プロとして言うけど、もう一度よく考えた方がいいよ。私はその条件オッケーしちゃったの？これは熟慮を重ねた結果よ。反乱軍内部は未だに私を警戒している。ここで退いて、あえて疑われる材料を増やす必要はないわ。それに 人間の犯す罪の中で裏切りだけは決して許されてはならない。裏切り者を見つけ出し、正義を守るためなら私は進んでリスクを犯す。手を汚すことになるんだから心構えはしといた方が。ええ、覚悟はでき。 Okay, wieder da. Und dann gucke ich mir mal an, was du mir geschickt hast. Vier Minuten, holy shit. Ist das jetzt für 1.1 dann oder was? Yep. Man sieht jetzt nicht wirklich gerade viel. Das Video braucht eine Zeit. Du siehst, so in der Mitte und des Schluss gibt es sehr viele Infos. Anbringer, okay. Das sieht cool aus. Boah, der sieht auch cool aus. Der gibt mir Kakashi-Vibes, der Typ. Warum sieht er aus wie Kakashi? Es ist so, du, wenn du das Video schaust, wird erklärt mit den vier verschiedenen Sektionen. Es gibt eigentlich 7 Hauptkommandanten der Sektionen. Ja, die wird mir gerade gezeigt. Genau. Aber das ist einfach fucking Kakashi. Ja. Ich kann sagen, was man will. Er hat die Haarfarbe wie Kakashi, er hat einfach rote Augen wie Kakashi, zumindest dem einen roten Auge. Er hat einen Bandana sozusagen vom Gesicht, er hat die Narbe am Auge, wo Kakashi genau auch die gleiche Narbe hat. Ja. Ich habe so ein Gefühl, dass der Äther nicht einfach so gekommen ist. Ich denke, das ist ein fehlgeschlagenes Experiment. Aber die haben jetzt noch nicht einen neuen Charakter vorgestellt, wie ich sehe. Man sieht nur sehr viele neue Charakter, aber wenigstens die habe ich nicht in der Story gesucht, kann ich sagen, ich bin schon kennen.
Ich denke, es wird einer von den ersten von dem Haupt, also vom Hauptteam 6 wird es einer sein. Ich hoffe, sie wird es mit dem Katana. Will sie haben, war der erste Charakter, wo ich meinte, dass ich den haben will. Aber irgendwie habe ich sie nicht gesehen in Game, deswegen war ich verwirrt. Aber ja, jetzt habe ich sie ja gesehen. Gut, ich gehe noch mal kurz Dennis und Zero rein, aber ich bleib nicht mehr so lange. Tomatte. 目的地に突っ入が要求した武装の資料はここにある。ここのどこ？それっぽいのは見えないけど。 Ich denke, der eine Boss, den du in der Story gesehen hast, den konnte man auch bekämpfen in der Beta. Ich denke, das wird so ein Weekly Boss. Du meinst dieses fliegende Ding da oder was? Ja. Aha, okay. Klingt nicht so abwegig. Ich würde noch meine Drops abholen von Sinister Zero. Ganz wichtig. Heute war ja auch ein 10er-Pool, wo sie verschenkt haben. Ah, nochmal. Ja, für den 50 Millionen Download. Wait, waren das ein richtiger 10er-Pool oder waren das nur 1600 Dinger? 1600. Hab ich eingesammelt. Ja, die habe ich eingesammelt. Schade. Wie sieht es eigentlich aus mit dem aktuellen Limited Char? Willst du dir den holen oder willst du... Ich werde den holen. Achso, okay. Weil ich ziemlich hoch im Pity jetzt bin. Ich bin bei 65. Oh wow. Okay. Kannst du noch einen 10er Pool machen? Den aktuellen oder hast du schon gemacht? Ich muss noch sparen. Schade, schade. Ich denke aber beim nächsten 10er Pool kriegst du das. Ich habe Vertrauen darin, dass sie dir ein Early geben. Aber ich habe heute 3 neue Charaktere bald bekommen. Nice. Ich muss mich für die Twitch Drops nochmal extra anmelden, das ist ja mal so ein Scheiß. Aber bei Honkai und Genshin muss man sich nicht nochmal anmelden. Keinen Sinn, das nervt mich.実験兵器は侵食されていたけど、だから私が機密データを取得したのを検知して、彼は忠実に責務を全うしたという。でも今ので敵に気づかれ、気がかりなのは私が所属する部隊はもし隊員の誰かが爆発理解できないかもしれないけど、これがあなたに他のようなそれで 他のルートは見して精密測定の進捗 61.35%。ルートは良かった。来た時の道はもう安全とは言えないわ。他のエリアにある出口を探してプロキシ。 Wie kann ich mir meine Drops jetzt eigentlich abholen? Ich will irgendwie nicht. In meinem Tag, in meinem Hunter. Ah ja, hier, Flame. Perfekt. Jetzt sollte ich eigentlich geschickt bekommen haben. Ja, hab's bekommen. Twitch. Ja, let's go. Was
das dumm. Das nervt mich gerade. Ich habe irgendwie die Drops. Ich habe nur die zwei neuen Drops bekommen. Aber ich hatte noch ältere, die ich geclaimed habe, aber die habe ich jetzt nicht bekommen. Okay. Dailies muss ich eigentlich nicht so gemacht haben. Aber ich muss eigentlich nicht richtig so gemacht haben. Das hat Dailies schon gemacht. Okay, Dailies hat viel gemacht. Die Dailies gehen hier mal relativ schnell. Ja, die Dailies gehen richtig schnell. Ich hätte auch für die Batterie, die Batterie auszugeben, geht auch richtig schnell. Kannst ja 300 am Tag bekommen, ne? Ja. Ich finde der aktuelle Char ist richtig geil. Macht richtig Spaß von dem zu spielen. Weil sie auch so schnell ist. Ich finde das richtig cool. Welchen Charakter? Der Limited Char. Ah, okay. Ich hatte echt Glück, dass ich den so low bekommen habe. Auf dem 21er Pitti. Ich glaube, ich habe echt so mal Luck am Anfang des Spieles. Ich sag mal, Real Games, 2er Pitti, Gian bekommen. Dann zweimal die Waffen auf Low Pitti bekommen. Einmal auf 20, dann einmal auf 40er. Bei jüngster Waffe hatte ich Pech, da durfte ich das 80 Skills fast holen. Aber das beschwer mich nicht. Ich hatte zweimal Glück, hab's irgendwie bekommen. Und zweimal Glück, einmal Pech. Das ist eine gute Bilanz in dem Gacha-Spiel, würde ich sagen. Ja. Ich bin froh, dass ich direkt Nakamura bekam. Was ist Nakamura? Oder ist das Nakamura oder wie hieß er doch? Nico Mata. Wieso Nakamura? Ach, du mal, ja. Nico okay, Mata. Du meinst den Standard-Charakter, ja. Ich war gerade voll verwirrt, wen du meinst. Aber ja, jetzt weiß ich, wen du meinst. Das Katzenmädchen. Ich wollte sie auch haben, ich habe aber keine Ahnung, wie sie heißt, bekommen. Grace. Grace habe ich bekommen. Ich finde schon lustig, wie manche Leute sich über das Spiel lustig machen. Mit dem, dass das ZZC einfach für diese Schlaf-Emoji steht. Weil das Game so langweilig ist. So schön ist das Game jetzt gar nicht. I mean, nach Honkai gebe ich jedes Spiel eine Chance. Ich habe Honkai am Anfang auch übel langweilig gefunden, aber jetzt spiele ich auf einen Baby. Ich finde, viele Leute sind mit den falschen Erwartungen in das Game reingegangen. Ja, Leute dachten, es wird ein neues Genshin Impact. Ja. Aber solange Genshin Impact läuft, werden die kein neues Genshin Impact machen. Das steht definitiv fest. Und Genshin läuft sehr gut, würde ich sagen. Ich meine, es läuft genauso gut wie ein aktuell neues Spiel, würde ich sagen. Und das schon seit Jahren.
das an neues Genshin Impact denken, ich glaube aktuell noch nicht. Ich warte nur noch, bis Julio was einfach ein FIFA rausbringt. Wir kriegen noch einen Fußballsimulator von Julio was, pass auf. Ein Blue Lock Gacha Game. Wieso lachst? Man weiß nie. Die kriegen von jeder Scheiße mittlerweile ein Gacha Game raus. Ich sag mal Solo-Leveling. In Solo-Leveling habe ich heute den letzten Charakter bekommen, der mir noch fehlte. Oh, nice. Ich dachte, du hörst es auf, damit zu tun. Ja, gut. Ich werde es nicht ganz so aktiv mehr spielen. Bei mir ist es halt so ein Honkai Star Rail. Ich bin dann nur, mache meine Dailies und bin fast wieder draußen. Heute habe ich mal wieder ein bisschen Story gemacht. Also nein, die Honkai Star Rail Story ist aber auch gut. Ja. Wie weit hast du da eigentlich gespielt? Nicht weiter, aber ich habe die Story immer weiter verfolgt. Achso, okay. Was für ein Level hast du eigentlich erreicht? Ich glaube nicht mal 10. Oh. Also du bist nicht so der Turn-Based-Fan oder was? Eigentlich schon. Das ist allgemein oder lag's an Honkai? Es war einfach vielleicht der Moment, wo es rauskam, nicht gerade die Zeit, wo ich für ein neues Game bereit war. Okay. Ja, das war bei mir aber auch so. Ich hab's auch am Anfang. Ich hab's. Ja. Runtergeladen. War sogar am ersten Tag. Hab ich mir das runtergeladen, also direkt als es neu war. Aber hab keine UID gehandelt. Du hast wahrscheinlich die UID gehandelt. Ich glaube, ich hatte mal gar nicht auf UID gehabt seit dem Tag. Echt? Ich auch nicht. Ich war aber noch in den ersten paar Stunden drin. Also ich hatte noch eine Low-UID, ich kann mich daran erinnern. Auf jeden Fall nicht über 1 Million. Und da habe ich definitiv nicht UID gehandelt oder sonstiges, da war mir das sowas ein Schnuppe. Ich will einfach nur das Spiel testen. Die ersten paar Minuten haben mir richtig gefallen von dem Spiel. Aber dann als ich Kafka nicht haben konnte, hat mir das Spiel dann irgendwie nicht mehr gefallen. Das war also dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, kein Wort mehr. Ich habe sogar meinen ersten, ich glaube in meinem ersten Account habe ich sogar noch nicht mal aus der Basis da geschafft, wo man am Anfang ist. Ne? Ich war noch nicht auf diesem neuen Planeten. Dann habe ich mir ja nochmal einen neuen Account gemacht, daran kannst du dich erinnern, da habe ich das erste Mal Honkai angefangen. Da habe ich es dann sogar komplett rausgeschafft, war schon auf dem neuen Planeten. Aber dann habe ich ja dann doch wieder zu meinem alten Huyos Account gewechselt. Sozusagen zu meinem zweiten Account von Genshin damals. Und ja, da musste ich dann auch wieder von neu anfangen. Aber da ging es relativ schnell. Ich kann sogar eigentlich aufschließen, ich bin Stufe 21. Ich habe diese Dinger da gemacht, diese Nebenquests und hab da die Sachen da verdient bekommen, was man da verdienen sollte. Wie stufe ich eigentlich auf, mein World Level, weißt du das? Ja. Ich war doch bei Interknot, oder nicht? Nee, wie stuft man auf? Ja. Ich würde sagen, ich hatte bei Starry richtig Glück, direkt beim Event-Banner Seele gezogen. Ja, das war Glück. Ich habe 50-50 Instant verloren auf High Pity. Und als wäre das noch nicht genug, durfte ich jetzt auf High Pity gehen für meinen ersten Limited Char. Ich habe jetzt meinen ersten Limited Char. Und es ist Firefly, Glühwürmchen. Find's cool. Sie hat eigentlich eine sehr traurige Story. Kennen sie gar nicht. Erzähl mal ein bisschen. Aber vorher bitte erzähl mir, wie kann ich meine Weltstufe upgraden. Bei... Ich finde hier irgendwie gerade gar nichts, wo man das machen könnte. Ah, bei Zendis? Ja.
Einmal, wenn du die Batterie nutzt, da kriegst du Stufe für die Welt und wenn du die Nebenquesten machst. Nicht mein, nicht mein Konto-Level, die Welt. Gibt es hier keine Welt reinstufen? Nee, hier gibt's. Sonst die Stufe 1, Stufe 2, wo dann die Gegner stärker werden und so. Das haben wir doch eigentlich erklärt gehabt, ab Level 20 oder so konnte man aufleveln. Ja, auf 20 kannst du wieder auch aufleveln und ich denke, da wird auch die Stärke von den Gegnern erhöht. Ach, automatisch, also ich muss nicht irgendwie eine Prüfung ablegen oder so. Nee. Ach so. Das hab ich mir erwartet. Also es ist nicht eine Prüfung, sondern du musst eine Quest bestehen. Und wo ist die Quest? Das steht sogar, welche Quest es ist. Dimensional, ist das vielleicht? Nee. Scheint das nicht zu sein. Ich muss mal, wenn ich hier mal durch diese Quest bin, gucke ich mal. Weil es steht auch, wenn du dich aufleveln möchtest, dann steht da, du musst erst diese Quest gemacht haben. Wies den Auftrag für die Interknot Ansehensbeförderung ab, um das Stufenlimit von Agenten Bimoton Bankbus von Stufe 20 auf 30 zu erhöhen. Ich glaube, ich habe es schon gemacht, kann das sein? Weil ich bin schon Level 21. Ah, dann hast du es schon gemacht. Was war denn das für eine Aufgabe? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich glaube, das sind die Quests von der Hiva. Das habe ich vielleicht schon gemacht. Ich bin jetzt schon weiter. Hast du die Story von Soldatin 11 schon fertig? Nee, ich bin gerade erstmal, wo man gerade dieses fliegende Fieder gesehen hat, rausgegangen ist. Ah, okay, ja, dann hast du noch ein paar kleine Nebenquests zu machen. ほら、張り合ってないで。脱出ルートの測定を済ませてしまう。通信ネットワークのデータをフォローの新しい出口を。余剰データを排除。フォローの新しい出口を特定しました。警告。マスター、そのように。 Ich muss sagen, ich mag irgendwie diese Sprachplätze nicht, die ergeben für mich gar keinen Sinn. Warum gucken die alle mich an? Also, ich finde alle Plätze eigentlich nice, außer die Sprachplätze, die sind irgendwie ein bisschen scheiße. Bin ich kein Fan von. Dass sie so alle nebeneinander stehen und reden, weißt du? Die hätten das wie in auch in den anderen Spielen machen sollen, dass man die Cutscene so 3D-mäßig halt hat, diese Sprech-Cutscene, weißt du? Dass man da. Ja, gut, die haben es wohl so entschieden, weil größtenteils der Missionen die Charakter mal gar nicht beieinander sind. Ja, das auch. Ich finde, da hätten die auch Animationen reinmachen können, wie die zum Beispiel, keine Ahnung, an das Kommunikationsgerät randrücken oder sonstiges. Das ist so, wie man das auch macht. Naja, ist egal. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ist jetzt nicht das Schönste, aber egal.
Ich habe vorhin dein Stream gesehen, wie du einfach nur Stories geskippt hast. Das sah irgendwie lustig aus. Na gut, die Story, die ich schon gesehen habe, brauche ich nicht nochmal zu lesen. Ja. Was ich auch ein bisschen scheiße finde, ist, dass manche Sprachszenen einfach nicht vertont sind, obwohl sie zu der Main-Story gehören. Was ich aber schlimmer finde, dass sie so viele Fehler in der deutschen Sprache gemacht habe. Echt? Mir nicht aufgefallen bis jetzt. Ist dir nicht aufgefallen, zumal bei den Aktions, also wo du die Antwort auswählst, ist teilweise macht der Satz keinen Sinn. Ja, okay, ja. Das hatten wir beim Rhythm Waves auch so. Ey, meine deutsche Übersetzung ist nie immer wirklich so akkurat, weißt du, das ist immer ein bisschen komisch. Ich weiß halt nicht, auf welche Sprache das Spiel gemainbased wird. Ob die das Spiel auf Englisch machen oder auf Chinesisch? Also Chinesisch. Eigentlich Chinesisch. Das heißt sozusagen, wir haben halt nur chinesische Übersetzung, ne? Weil ja. Ob die das von Englisch auf Chinesisch auf Deutsch übersetzt haben oder von Chinesisch auf Deutsch. Sie gehen eigentlich vom Chinesisch auf das Englische rüber und vom Englischen Englisch auf Deutsch. Ja. Ja, genau, so habe ich mir das eigentlich auch gedacht. Deswegen werden wir wahrscheinlich nie immer 1:1 das lesen, was eigentlich gesagt wird, weißt du? Aber im Groben und Ganzen verstehen wir es ja, weißt du? Jetzt habe ich hier Herausforderung. Kopfgeldauftrag, das scheint neu zu sein. Höhle 0. Um Ermittlungspunkte zu sammeln. Sammle Ermittlungspunkte in der Höhle, die Defense-Stufe. Und reichhaltige Gegenstände als Belohnung zu bekommen. Das ist ein bisschen an wie Abyss. Ist das ein Abyss? Nicht gerade. Okay, gut. Ich hatte ja diesen allgemein diesen Modi, der hat mich ein bisschen erinnert an das Illusion Realm hier. Mit dem gespawnt, kannst du so Boni sammeln, Schadensbonusse, Karten und sowas, was ich meine. Ja. Diese Mission. Das ist auch so ein System. Ich glaube, das hat viel mit diesen Höhle 0 zu tun. Soldat Nummer 11 ist ein richtig guter Schildbreaker. War das nicht eine Frau? Ja. Weil du gerade gesagt hast, Soldat Nummer 11. Das ist männlich. Ja gut, das ist der Codename. Der Name ist schon richtig, Soldat Nummer 11, weil es wird nicht Soldatin gesagt, weil es soll ja nicht das Geschlecht definiert werden. Echt? Ja. Es ist nicht Soldatin Nummer 11? Ich dachte, nee, Soldat Nummer 11. Es ist Soldatin Nummer 11. So, okay. Dann ist es mein Fehler. その人は手の汚れる仕事をするいわば私は大したことないとは思わないけど裏切りは吐き気を催す Aber die Deutschen also die haben das auch wieder falsch übersetzt, weil nämlich beim Englischen haben die das komplett neutral gehalten.
Die haben so viele Sachen, die sie noch fixen müssen in den Schriften. Okay. Ist sie doch Soldatin oder was? Ja, sie wird als Soldatin, aber im Englischen ist es so, dass sie es nicht darf verraten, ob Deutsche sie... Deutsche 11 oder was? Genau. Ah, okay. Das sagt mir alles. Und du hast auch in der Story, dass sie absolut anonym sein muss. Ja, ja, du meintest gerade, du wolltest gerade sagen, dass sie nicht ihr Geschlecht verraten darf, aber das gibt doch gar keinen Sinn, weil man das eigentlich doch sieht, oder nicht? So. Richtig, aber sie agiert ja im Hintergrund. Das heißt, du hast eigentlich keinen Kontakt zu der. Aber sie nimmt ja Kontakt zu dir auf, damit sie ihre Hauptmission erledigen kann. Ja, ja. Ja. Aber wie ist es dann mit der Stimme? Hört man das eigentlich auch raus? Oder hat sie so einen Stimmenverzerrer? Nö, du siehst ganz genau, dass das eine Frau ist. Okay. Sollte ja aber eigentlich nicht ein Problem sein. So. Ich meine, ihre Identität ist jetzt nicht gefährdet, wenn man weiß, dass sie eine Frau ist, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass sie die einzigste Frau in dem Spiel ist. Ich finde das hier cool, was sie halt im Game gemacht haben, dass du die Kapitel so als Videokassette hast. Wie meinst du? Wenn du meinen Stream siehst, dann siehst du, du hast jede Story wird in so eine alte VHS-Box gesetzt. Ja, das hast du mir schon erzählt. Das finde ich übelst geil gemacht, die Idee dahinter. Und jede Story hat dann sein Cover. Ja, das ist wirklich cool, ja. Mal, wie es bei mir aussieht. Wo ist das eigentlich? Das ist, wenn das ist du in ihr Raum, ne? Im PC-Raum beim Fernseher. Ja. Ab. Aber irgendwie erkenne ich da noch nicht so was. Die sagen irgendwie gerade nicht viel. Zum Beispiel das, die kam dann gar nicht mal vor. Nikomata so. Hast du, aber da ist das richtige Cover. Ne, jetzt steht hier auch, ich muss die Mission schließt zu freischalten, Sonderauftrag 2 ab, bla bla bla. Warum sehe ich denn Bücher, die ich eigentlich noch gar nicht freigeschaltet haben sollte? Ah. Noch nicht freigeschaltet, ich sehe es gerade. Ja. Wo sehe ich denn die Bücher, die ich freigeschaltet habe? Wenn du runtergehst, zum Beispiel bei Python Chronic. Ich kann auf die anderen Sachen gar nicht gehen. Bei mir existiert nur Python's Chronic und danach steht noch nicht freigeschaltet bei mir unten. Und das ja. Dreimal. Bei dir ist es nur zweimal. Ja. Dann krieg ich's wahrscheinlich noch. Apropos, ich müsste jetzt eigentlich meine Charakter upgraden können. Wenn's nicht geht, dann habe ich immer noch nicht das Upgrade. Doch, erfordert unter Knot ansehen, zertifizierter Proxy. Wie kriege ich das beigeschaltet? Das ist, wenn du die Story weitermachst. Dann kriegst du die nächste Stufe. Ach so, Story. Okay. Weil die Missionen in Zone 0 sind ja über die Prüfung von der Hifa. Und die Hifa erhöht dich im Rang. Und ich denke, das ist auch dieser Weltrang. Okay. Also sozusagen kein richtiger Weltrang, aber durch die Story geht der Weltrang natürlich. Genau, es ist eher, eher dein Rang als Agent. Ja. Umso stärkere Gegner bekommt man auch, ja. Umso stärker kann man auch selber werden. Na gut. Das System mag ich. Finde ich gut. Und der Freundschaftsrang, ich habe immer noch keinen Plan, wo man den sieht oder wo man irgendwie den verbessert.
Doch, bei der Freundschaft steht auch, dass du eine bestimmte Mission machen musst. Wo siehst du das? Wo kann ich meine Freundschaft sehen? Warte, das hatte ich vorhin gesehen. Hier, du gehst auf deinen Charakter, den du leveln möchtest. Da gehst du unten links an seinen Namen. Dann siehst du ja, zu welchem Clan er gehört. Warte. So. Ja, auf den Namen. Da steht, diese Agentakte ist zurzeit nicht freigeschaltet. Genau, und da hast du ja unten hast du ja die drei Punkte, die du abschließen musst, um die Stufe zu erhöhen. Da hast du einmal erhalte den Agenten. Doch, du hast hier unten erreiche folgende Bedingungen, um das Vertrauensereignis freizuschalten. Das existiert bei mir nicht. Ich mach den Mann zu, wie man. Hau mal. Warte, ich guck mal. Nein, ich bin voll schon. So. So, und geh jetzt unten links. Hier drauf, ne? Ja. Ja, hast noch nicht freigeschaltet, weil du nur sie als Charakter hast. Du musst das Team voll haben. Geh jetzt bei den Cunninghairs. Genau, da siehst du es. Und wie kann ich sie jetzt leveln? Du musst noch weitere Charakter haben. Für ein Charakter genügt wohl nicht, für in die Dings reinzugehen. Was ist denn hier dieses Victoria Housekeeping? Wer ist denn das noch? Und das kannst du ja sortieren beim Filter. Oh, ich hab da noch einen. Die zwei nur noch. Ja. Ja. Schwierig, dann noch einen Charakter zu bekommen. Beides 5-Star. Hoffnung kriege ich die, weil den will ich nicht. Oh doch, den Furry, der ist stark. Habe ich auch gehört. Der soll auch gut ins Team passen bei meinem Charakter. Ja, pullen kann ich leider nicht. Leider. Das war's. Keine Pools. Mir fehlen noch 6 Charakter. Kann dir mal meine Charakter zeigen? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ich hätte die noch gerne. Die habe ich. Ich habe kein Glück gehabt, ich habe sie nicht. Sie haben ja auch noch nicht. Die bekommt man aber eigentlich for free, oder nicht? Habe ich gehört. Ja, aber ich habe sie schon gezogen. Wann bekommt man sie for free? Das steht im Event-Dings da. Ah, Event? Startet die Kapitelpause von Kapitel 2. Wo ist denn das? Ah, hier. Hast du das schon gemacht? Also bist du da schon? Da bin ich noch nicht. Oh, okay, dann dauert es noch ein bisschen. Gut. Höhle 0, guck mal. Ich glaube wirklich, das ist dieser so ein Illusion Real Modus. Ich finde es aber schade, dass man nicht mit seinem Limited Char hier in der Lobby rumrennen kann. Macht ein bisschen schade. Aber was ich mag diese Lobby, die ist so lebendig. Ja. Aber was ich wiederum nicht mag, ist das hier. Warum haben die keine Kollision? Bisschen dumm. Mit der Zeug eine Kollision. Die wahrscheinlich auch, ja. Nur irgendwie die laufen dann nicht. Ab Stufe 25 kriege ich nochmal 10 am Pool. Das ist in 2 Leveln. Na gut, ich mache mich aber jetzt erstmal ins Bett. Schon spät. Oh ja, ist schon 2 Uhr. Wunder, dass du noch wach bist.
Ich bin ins Bett mit dir. Heia, heia. Schlafi, schlafi. Bald Arbeit. Nächster. Es ist Wochenende. Ja. Heute noch. Morgen nicht mehr. Na gut. Dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ja, und danke. Gerne. So, meine lieben Leute, aber für heute reicht's. Es ist schon echt spät. Die Mission tun wir uns morgen an. Das heißt, ich wünsche euch allen eine schöne Nacht und wir hören uns dann morgen wieder.